passiert, wenn deine Ärztin ein blutrünstiger Vampir ist? Kann sie deinem Blut widerstehen? Oder wird sie dich und alle anderen Patienten infizieren? Wir testen es heute mit Julia. Und Julia hat ihr Leben lang schon einen ganz großen Traum. Sie will Ärztin werden. Doch in einem schicksalhaften Tag im Oktober, als Julia gerade von der Studentenparty nach Hause ging, traf sie plötzlich auf ihn, den Meistervampir Vladislav Straun. Und damit sage ich herzlich willkommen im Krankenhaus. No risk, no fun. Wir werden jetzt den ersten Patienten untersuchen. Aber wir sind heute offensichtlich nicht die Einzigen, die komplett durchdrehen. Oh Gott, Hilfe, er geht doch schon auf eine andere Krankenpflegerin los. Lebt sie noch? Wir haben aber auch noch ein weiteres Problem. Unwiderstehlicher Durst. Julia muss dem Drang widerstehen, ihre Zähne in den ersten Hals zu versenken, den sie sieht. Aber